Photoshop bietet mir natürlich eine ganze Reihe an Bild- und Belichtungskorrekturen, die ich im Alltag auf meine Bilder anwenden kann. Eine Korrektur davon ist die rote Augenkorrektur. Bei solchen verblitzten Bildern brauche ich gar nicht lange zu überlegen. Ich wähle einfach hier aus den Retuschewerkzeugen das rote Augenwerkzeug und klicke bei aktivierter Ebene einfach mitten in die Pupille hinein und Photoshop übernimmt die Korrektur automatisch. Auch Überbelichtungen lassen sich in Photoshop sehr effektiv korrigieren. Dieses Bild ist leicht überbelichtet, auch hierfür stehen verschiedene Optionen zur Verfügung. Eine davon ist zum Beispiel über das Korrekturenbedienfeld die Tonwertkorrektur aufzurufen und hier ist das Histogramm des Bildes sichtbar. Es ist eine leichte Verschiebung der Tonwerte in Richtung der Lichter erkennbar. Das deutet auf eine leichte Überbelichtung hin. Ich kann jetzt durch das Verschieben des Tiefenreglers die Tiefen etwas dunkler machen. Über diesen Regler kann ich die Mitteltöne korrigieren und über diesen Regler die Lichter. Bei den Lichtern wird klar, wenn ich jetzt zum Beispiel die Alt-Taste drücke, dass in den hier jetzt weiß erscheinenden Bereichen keine Zeichnung vorhanden ist. Dort, wo in Photoshop keine Zeichnung vorhanden ist, kann natürlich auch Photoshop nichts mehr ändern. Für unser Bild hier ist das allerdings nicht besonders schlimm. Das passt einigermaßen zum Motiv und wir können das im Prinzip so lassen. Ich kann jetzt über das Protokollbedienfeld einen Schnappschuss machen. So war die Ausgangssituation und so die Korrektur. Ich kann solche Bilder auch direkt über die Bridge bzw. den RAW-Dialog korrigieren. Wenn ich RAW-Daten habe, kann ich sie über den RAW-Konverter öffnen und auch dort sehe ich das Histogramm und auch hier habe ich die Möglichkeit, die Belichtung vielfältig zu korrigieren. Springen wir mal hier in die Gradationskurve und auch dort kann ich zum Beispiel die Lichter korrigieren. Und so den Kontrast des Bildes erhöhen und die Überbelichtung korrigieren. Ich kann das Ganze jetzt hier abspeichern und auch so eine Korrektur durchführen. Auch unterbelichtete Bilder kann ich sehr gut über die Tonwertkorrektur korrigieren. Hier ist schön sichtbar, dass das Histogramm nach links, also in Richtung der Tiefen verschoben ist. Entsprechend muss ich dann den Regler hier der Lichter nach links schieben und in dem Moment wird das Bild entsprechend korrigiert. Auch aus dem scheinbar hoffnungslos unterbelichteten Bild kann ich so noch einiges rausholen. Auch bei diesem Bild kann man das Ganze jetzt nochmal machen. Auch hier sind die Tonwerte leicht in Richtung der Tiefen verschoben und auch hier kann man das Ganze jetzt nochmal korrigieren. Schauen wir uns im Protokollbedienfeld mal das Ursprungsbild an und so die Korrektur. Oft treten bei Bildern auch diese sogenannten Vignettierungen auf. Das heißt, da sind Fehler, die durch das Objektiv entstehen und in diesen Bereichen erscheint das Bild abgedunkelt. Auch das kann ich in Photoshop sehr schnell korrigieren. Über den Befehl Filter, Objektivkorrektur, kann ich entsprechend entweder mein Objektiv automatisch über die Autokorrektur laden oder das Ganze benutzerdefiniert machen. Dieser Dialog erkennt das verwendete Kameramodell automatisch und kann dementsprechend optimierte Korrekturen ausführen. Wenn ich jetzt hier den Vignettierungsbefehl aufrufe, dann ist hier schön zu erkennen, dass diese Randbereiche aufgehellt werden. Ich deaktiviere ihn und so kann ich die Vignettierung mit wenigen Mausklicks entfernen. Die Objektivkorrektur wird ausgeführt und so sieht das Bild dann anschließend aus. Auch hier ein kleiner Schnappschuss, so vorher ohne Objektivkorrektur und so mit Objektivkorrektur.
Wenn ich das Ganze jetzt als flaues Bild sehe, dann kann ich auch hier über die Korrekturen zum Beispiel mit den Gradationskurven gut arbeiten. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Entweder gehe ich über die Kurve und kann hier durch nach unten ziehen die entsprechenden Bereiche abdunkeln oder durch nach oben ziehen die entsprechenden Bereiche aufhellen. Mit dieser S-Kurve verstärke ich beispielsweise die Kontraste. Ich kann das Ganze auch automatisch von Photoshop durchführen lassen. Das hat dann dieses Ergebnis zur Folge. Oder ich kann das Ganze hier unten drüber erst nochmal rückgängig machen und zum Beispiel über diese Pipetten einen Weißpunkt setzen. Damit suche ich mir den hellsten Punkt im Bild und von diesem Punkt ausgehend wird die Korrektur durchgeführt. Ich kann mir den jetzt erstmal mit der Alt-Taste suchen und der liegt hier im oberen Bereich. Also das hier ist der Weißpunkt und entsprechend wird dann hier die Korrektur durchgeführt. Auch das setze ich nochmal zurück, denn ich kann das Ganze auch manuell machen. Klicke ich diese Schaltfläche an, kann ich mit der Pipette durch Bewegung nach oben oder unten die entsprechenden Tonwertbereiche abdunkeln oder aufhellen. Ich mache das nochmal rückgängig und gehe jetzt hier über den Weißpunkt und korrigiere das zuvor relativ flaue Bild in ein sehr kontrastreiches Bild. Auch hier ein kurzer Blick, so das Ursprungsmotiv und das mit wenigen Korrekturen